herzlich willkommen zu diesem Get Ready With Me! Mit den drei Launis! Get Ready mit den drei Launis. Also, für Silvester. Wir machen uns jetzt fertig. Wir haben uns alle erstmal ein Gelee gemacht. Grüß euch schon mal, lieben Freundchen. Ne? So. Ja. Wir hoffen, dass wir nochmal keine Chemie mit uns... Sonst ist es blöd. Du bist allergisch. Ja. Ich auch. Ja. Was ist Chemie? Ich habe das noch nie mal gehört. Das ist ein... Ja. Ein Bitterstoff. Ja, krass. Oh, das schmeckt aber. Mein Getränk. Schmeckt nicht? Schmeckt. Ihr habt zu viel da reingetan. Glaubt ihr? Bei mir geht. Boah, ist schon stark, oder? Soll ich noch ein bisschen beim Dings holen? Nee. Ist das jetzt nicht okay. Zeichen? Auf jeden Fall machen wir uns jetzt fertig. Wir gehen in einen Club. Yay! Ja. Zu, also da waren wir auch schon mal warm. Und wir dachten, wir machen uns mit euch zusammen fertig. Und beantworten einfach ein paar Fragen, beziehungsweise ein paar Entweder-Oder-Sachen, die ich leider noch nicht rausgesucht habe. Das werde ich jetzt tun. Und jetzt sage ich, wir starten erstmal. Ja. Boah, die brennen okay. Bei mir immer. Ich weiß nicht, was das ist. Okay, ich habe hier einfach so ein Pulpchen von Gesichtspflege von Charlotte Tilbury. Das muss ich jetzt ausprobieren. Stimmt, ich habe meine Creme voll vergessen oben. Ich habe hier auch so ein bisschen. Ah, perfekt. Okay, wir starten direkt mit dem ersten Entweder-Oder, okay? Okay, let's go. Ich okay. Schon mal ein bisschen die Entweder-Oder-Sachen sind locker total langweilig. Ist doch egal. Ist doch also, ich will schon richtig auch mal abstecken hier. Entweder Sommerurlaub oder Skiurlaub? Sommerurlaub. Für mich auch ganz ja, klar. Ja, für mich auch zu 100%. Aber ich würde gerne mal einen Skiurlaub machen, weil ich war nur auf Skifreizeit einmal und es hat mir so gut gefallen, aber niemand möchte mit mir in den Skiurlaub. Also ich kann überhaupt kein Skifahren. Ich war auch noch nie Skifahren. Ja, ich auch nicht, deswegen. Ich bis dahin auch nicht und ich bin die ganze Zeit hingefallen und dann bin ich am Ende die roten, schwarzen Pisten runtergedießt. Echt? Nach drei Tagen. Das geht so schnell. Mit Augencreme? Augencreme? Ich probiere jetzt mal ein ganz kleines bisschen. Ja. Oh, wenn ich bin jetzt ein bisschen ins Auge. Ich bin jetzt nicht zu viele Sachen in den Gesicht. Oh! In den Augen. Willst du auch mal ein? Ja, ich probiere es. Ich hoffe, das Licht ist nicht zu grottig. Möchte jemand? Kann man so als Vorheimer und nachher nochmal. Ich habe Angst. Okay. So. Okay. Das nächste entweder oder war geöffnete Haare oder Zopf. Da haben wir uns eben noch drüber unterhalten. Ja, dann fang du an, Lori. Haare, ja, eigentlich geöffnete Haare. Obwohl ich in letzter Zeit auch voll gerne so einen strengeren Zopf trage. Ja, das sieht auch irgendwie schick aus, finde ich manchmal. Ja. So edel. Ich finde eigentlich sind auch offene Haare voll schön. Aber das meinten Laura und ich auch eben. Einfach, wenn ich meine Haare offen habe, dann fühle ich mich, also finde ich, mein Gesicht ist so viel runder. Ja, auch. Also dann fühle ich mich andersrum. Echt? Ja. Echt? Also würde ich selber sagen. Was, weil du meinst, wenn man dann dein Gesicht also mehr sieht. Ja, bei mir ist irgendwie, wenn ich sie aufhabe, sieht mein Gesicht viel runder aus. Echt? Ja, ist total ja, aus. Manchmal fühle ich mich dann so fett in meinem Gesicht. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass man den Zopf hat und das so streckt oder so, obwohl ich gar keinen strengen Zopf immer habe, aber... Vielleicht ist das bei mir auch so, aber ich merke es einfach. Nein. Nein. Früher habe ich immer meine Haare offen gelassen. Ich habe die nie zu. Obwohl, also schon, aber nicht oft. Ja, ich auch nicht. Ich habe die auch immer geklettet und jetzt will ich denen halt nicht so viel antun und deswegen denke ich mir so, ach, statt die zu glätten, mache ich einfach einen Zopf. Weißt du? Das ist halt auch. Und immer beim Feiern gehe ich mir, soll ich sie aber aufmachen und dann finde ich das ganz komisch. Ja. Auch letztens, also waren wir eben auch schon mit dem Dyson. Ja. Also ich hätte so gerne, ich habe wirklich überlegt, mir den Dyson zu kaufen. Also wirklich ernsthaft. Es war kurz davor. Ich finde das halt schon durch Deutsch teuer. Wie viel kostet nochmal 500, ne? Ja. Boah, das ist so viel. 500 Euro ist schon. Das ist sehr krass. So ein Ding. Und ich finde, das muss sich halt auch richtig lohnen. Boah, guck mal, wie fett ich diese Creme. Ja, echt. Also, da muss er sich schon richtig lohnen. Und dann habe ich ihn von der Annika benutzt und also so ein paar Mal ausprobiert. Aber keine Ahnung, also, mir haben jetzt auch voll viele so auf TikTok geschrieben, man hätte Schaumfestiger benutzen müssen, man hätte keine Spülung benutzen dürfen und. Keine Ahnung. Immer so generell, ne? Glaube ich, so bei Locken, ne? Ja. Dass man da ein bisschen drauf achten muss. Aber ich, also die Haare sahen halt zu Hause richtig krass aus. Ich habe die so eine halbe Stunde dafür gebraucht, habe mir so voll Mühe gegeben. Und dann war ich 10 Minuten draußen, war ich der größte Buschkopf aller Zeiten. Echt? Weil die einfach dann raus waren und dann nur noch so unförmig oder was? Ja. Aber das ist schon krass bei so einem Schmuck. Das Licht total scheiße. Ja, ich auch. Ich sehe ganz schlimm aus zum Schminken, ja. Friends, wir mussten hier kurz die Lichtverhältnisse ändern. Wir hoffen, das ist jetzt besser. Ja. Für immer leben oder für immer sterben? Wir haben hier noch. Oh mein Gott! What the fuck? Wie kann man denn für immer sterben?
Was? Achso, nee, für immer leben oder jetzt sterben. Ach so. Oder warte, warte. Achso. Ja, für immer leben oder jetzt sterben. Sorry. Boah, das ist schwierig, weil du weißt nie, was in der Zukunft kommt. Und dann sterben alle um dich herum. Ja, das wollte ich auch sagen. Alleine. Das, ich weiß nicht, ob ich das will. Aber ich will sterben. Auch nicht sterben. Ist auch schlimm. Und für immer leben. Kann also man auch mit allen immer für immer zusammen leben? Oder nur du alleine? Nur du alleine. Okay, weil sonst wäre es ja toll. Ist das egoistisch, wenn man sagt, für immer leben? Also ich würde jetzt auch noch nicht sterben wollen. Auch für immer leben ist schon hart. Aber stell dir vor, alle deine Familie da, und ja, alle sind weg. Du sagst so alle 100 Jahre neun Mal. Oh, wow. Spaß. Nein, Erfahrung sammeln und so. Was? Ich will gar nichts von beiden. Ich will auch nichts von beiden. Ich möchte mich nicht dafür entscheiden. Wir überspringen diese Frage. Die geht uns zu nah. Nicht mehr duschen oder nicht mehr baden? Nicht mehr baden. Ich bade nie. Ich bade auch nie. Also zum Beispiel David hat früher einfach gefühlt jeden Tag gebadet. Ey, was hat der die Motivation denn dafür? Der lag diese Badewanne einzulassen, rumzutümpeln, dafür habe ich gar keine Zeit. Also es ist schon entspannt, aber... Also ich mag Baden schon gerne, aber ich kann jetzt nicht immer baden. Ja. Ich mag Baden gar nicht. Macht ihr euch Augen-Make-up, also Lidschatten? Ja, ein bisschen schon. Aber machst du trotzdem auch erst dein Gesicht? Ja, mache ich immer. Okay, echt? Voll viele machen auch zuerst die Augen, ich mag schon immer mein Gesicht zuerst machen. Ich finde dieses Produkt von Charlotte Tilbury ist das krasseste aller Zeiten. Das ist, was da drunter kommt, ne? Ja, aber ich benutze das nur. Echt? Ja, und dann mache ich halt Concealer drüber. Also wenn, ich finde, wenn die Haut gerade gut ist, ja. Dann kann man sich das so erlauben, weißt du? Ja, sehr schön. Wenn man jetzt so mega, also keine Ahnung, so voll viel Push oder so, dann ja, so mag ich das auch nicht so, dann mache ich auch noch so Make-up drüber, aber drunter oder drüber, aber... Ich wollte das auch schon immer mal... Willst du es auch probieren? Aber jetzt habe ich schon Make-up drauf. Man macht das auch über Make-up. Ja? Okay, dann probier's mal aus. Ich glaube, die Farbe, die musst du bei dir auch gehen. Das ist es schlimm, dass da nochmal Make-up drankommt? Nein. Das sieht auf dem Teil so orange aus, aber sonst gar nicht. Ja, das stimmt. Ich benutze das ein bisschen als Concealer. Was macht das? Glowy? Ja, also das deckt auch, aber es macht halt so ein richtig krasses Glow. Boah, es macht echt voll. Also wirklich ein geistkrank Glow. Ja. Ja, also ich wollte den schon voll lange haben, habe ihn mir irgendwie nie gekauft. So. Laura, willst du auch? Nee, danke. Ich habe den aber irgendwie nie so gekauft, weil ich ihn halt zu teuer fand. Und dann hatte ich irgendwann einen Gutschein. Ach, gerne. Das ist ja okay. Ja. Und jetzt finde ich es echt krass. Ich sehe einfach so schlecht gerade beim Schminken. Nachher sind wir so. Ja, ich denke das auch die ganze Zeit. Weil das Licht so komisch ist. Abbruch! Ja, gleich kommst du zu den Männern und denkst du, also entweder bin ich jetzt richtig dunkel. Oder richtig hell. Oder richtig hell. Ich kann es irgendwie nicht einschätzen. Also, es sieht jetzt normal aus. Okay. Was ist das? Was findet ihr ist das krasseste Make-up-Look, was ihr habt? Also, ich muss sagen, ich benutze seitdem ich 14 bin, die gleichen Sachen. Ich wechsle mich nie was aus. Ich würde sagen, also das heißt das krasseste Make-up-Produkt. Boah, das Make-up mag ich auch richtig gerne. Boah, das ist mein Lieblings. Ich also auch. Ja, das ist die beste. Ja. L'Oreal Perfect Match Foundation. Ich finde die ganz, ganz toll. Ich muss aber zwei auch. Ja, die ist wirklich die ist toll. Ja, die ich muss aber zwei mischen gerade. Echt? Weil es sich passt von Tom. Ja. Boah, bei mir gibt es da, ich habe da wirklich die perfekte Farbe. Ich benutze immer die und wenn ich im Winter merke, es wird zu dunkel, dann wird es halt für sich, Freunde. So ist mein Motto. Es gibt keine andere Farbe. Nee, gibt's nicht. Und ich fange. Ja, aber deswegen, das finde ich aus der Drogerie einfach toll. Mhm. Sonst ist es schwierig, ich mag viele verschiedene Sachen. Ich auch, aber allgemein mag ich Schalthöbel gerade total gerne. Aber die Sachen nicht groß, ja. Ja, aber manchmal halten die ja dafür auch lange. Zum Beispiel hier, das ist ja auch früher benutzt, Anastasia Beverly Hills. Ja, oh, meine Dip-Drop-Made-Farbe. Die ist teuer, aber die hält also ein Jahr oder länger. Mhm. Echt? Ja, drei Jahre sogar. Ja. Ich hab die erst auch gehalten. Aber ich kann die nicht mehr benutzen, ne? Ich hab da immer so kranke Balken mitgebracht. Ja, du hast aber auch buschigere Augenbrauen als ich. Aber nee, das hab ich nur wegen dem Browlifting. Davor, also wenn ich kein Browlifting... Das Haar meine ich. Ach so, ja. Als ich. Mhm. Weil bei mir, ich hab so Löcher. Hier echt? So, ja, guck mal vorne. Bisschen heller, ne? Mhm. Weil dann die Haare sind, aber finde ich gar nicht. Also Löcher würde ich nicht sagen. Ja. Ist gar nicht schlimm. Ohne das Browlifting sind meine Augen einfach. Und von wem macht, hat sie das Browlifting? Von mir. Ich habe noch einen großen Struggle wegen unseren Klamotten. Ja. Wir haben uns alle Optionen offen gehalten. Ich habe ungefähr 20 Sachen dabei. Aber wir wollen nämlich auch Picks machen. Also wir versuchen uns jetzt hier nicht so fertig zu machen, ohne dass es katastrophal wird. Also wir opfern gerade unser Schmink
Also unser gutes Make-up sozusagen für euch, damit wir ein Video drehen können. Also bitte, sehr. Habt ihr eigentlich gesagt, dass die Männer auch extra weg sind? Ah, die Männer sind extra. Dann haben sie wirklich lang genug weg. Ja. Sonst, ja. Denk bestimmt, doch, es dauert nur 10 Minuten. Ich glaube, die freuen sich auch, dass sie noch raus sind. Ja, entweder weg von denen. Bei uns. Wie lange braucht ihr so zum Schminken? Eigentlich nicht so lange, aber ich sage eigentlich so. Nicht lange, aber weil wir quatschen und keine Ahnung. Ich würde sagen, also für mein altes Make-up brauche ich so 15 Minuten. Mhm. Aber jetzt brauche ich bestimmt ein bisschen länger. Du? Ja, also im Alltag auch nicht so lange, auch so 15, 20 Minuten, 15 Minuten. Ja, ich auch. Finde ich ja. Eine gute Zeit. Erkennt ihr, ich bin jetzt schon, ich bin innerlich so ein bisschen jetzt gestresst, obwohl wir eigentlich noch, also wir haben jetzt 17:45 und wir wollten um 8 ungefähr so chillen, ein bisschen was vortrinken und so. Das heißt, wir haben noch eine dreiviertel Stunden. So, aber in der Zeit müssen wir uns schminken, das Video drehen, unsere TikToks ehrlich machen, Bilder machen. Aber das kriegen wir hin, da bin ich mir sicher. Ja, Bilder ist das eigentlich. Ja, Bilder. So, Bilder habe ich am meisten Angst. Ja. Vor allem, ich kann das nicht an so viel. Also wenn dann so da die Kinder vorbei sind, ich kann es nicht, ne? Ich finde mich dann so unwohl. Ja, die dürfen nicht gucken. Also vor David jetzt nicht, aber... Ja, vor allem die Kinder. Also ist hier irgendwie nicht geil, nicht so gut. Safe. Aber wir müssen ein gutes Pickel bekommen. Ja. Ich meine, der Fabio kennt's und der Michele. Der weiß es auch. Eigentlich braucht man sich nicht. Der Michele ist ja auch egal. Okay. Also ihm ist es egal. Der ist egal. Das ist nein, 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 nein. Ich meine, dem Michele ist es egal. Ich weiß. Ey. Aber sonst sind gerade im ersten Mal so. Der ist egal. Jetzt. Ich sehe auch wie die Speckschwarte. Ich sehe total aus, als würde ich 10 Stunden unter Sonnenbrand gemacht haben. Es ist ganz wundervoll. Erstmal die Lehstürfe. Ah ja, das habe ich schon ganz vergessen. Also noch ist alles gut. Ja. Wenn ich gleich irgendwie merken sollte. Das ist, ja. Abbruch, dann Abbruch. So, ich bin sehr gespannt, wie es diesmal im Club wird. Ja. Also letzter wurde ja mein Handy geklaut. Ich hatte halt einen Nerven zusammengerollt. Boah, wir hoffen, dass dies nicht heute vorkommen wird. Wir müssen sehr echt gut aufpassen. Ja. Du nimmst die Kamera auch nicht mit, ne? Nein. Nur mit Handy. Ist das bei dir, wenn du mit Handy für YouTube filmst, dass sich die Farbe verändert? Filmst du gar nicht mit dann heute? Nee. Ach krass. Nee, ich filme leider nicht heute mit heute. Dann guck bei mir vorbei. Ich sag dann immer so, ja, dass ich einen TikTok-Mini-Blog mache und da kann man ja alles sehen, weißt du, was ich verpasst habe, was man. Ja, stimmt, aber im YouTube hört man ja uns eher noch mal reden, was wir sagen, so, weißt du, was ich meine, als beim Mini-Blog. Ja, klar. Aber im Club kannst du auch eh nicht reden. Doch, du kannst schreien! Alle Freunde, Tier, du meinst! Du nimmst ja das Mikrofon, darf ich mal kurz? Hallo? Ich würde gerne was machen. Hat jemand so einen Pinsel für. Ach, sorry, ganz viele Pinsel. Danke. Ja. Verschiedene. Danke, danke. Irgendwie fussel in meinem Gesicht. Ich sehe einfach nicht. Ach, ich finde ihn nicht. Ich sehe auch nicht. Manchmal klebt der mitten auf meiner Wange und ich spüre ihn nur beim Eintopfen. Und dann tupfe ich ihn so in meine Haut ein mit dem Make-up. Okay, was meint ihr? Die Farbe? Ja, ich glaube, die steht ja. In die Falte? Ja, die ist gut. Ja. Oh. Okay. Den habe ich auch. Ich liebe den. Ja. Ich auch. Ach, da ist er. Die Leute laufen. Hast du noch eine tolle Entweder-Oder-Frage für uns? Ja. Einen Moment. One moment, please. Oh, das war richtig schwer, das ist hier gewesen. Nie mehr singen oder nie mehr tanzen? Irgendwie kann ich das nicht beantworten. Boah, das ist nie mehr singen in so einem Club. Nie mehr tanzen. Ich habe mich vertan, nie mehr tanzen. Also ich kann halt echt gar nicht singen. Wie wir eben gehört haben. Na, darum geht's ja nicht. Aber darum hat eben das Ave Maria gesungen. Ja. Das war wundervoll, wir haben alle geweint, aber ich glaube, ich werde das bei der Hochzeit von Laura und Michele ein Ständchen singen. Aber wie viel möchtest du? Ja, das glaubst du dir ein Netz. Bist du enttäuscht, wenn ich es dir doch absage? Ja, ich wäre schon so traurig. Oh nein. Das ist. Wir sind hier übrigens in einem Haus in Brüssel. Also wir waren ja schon mal mit Laura und Michele vor 3 Jahren hier in Brüssel, aber in der Wohnung. Wir nennen sie liebevoll die Käsewohnung, weil sie beim Käseladen war. Ja, und es hat so in den Rezensionen stand einfach, da riecht es total nach Käse. Ach krass. Und jeder meint, da stand überall, es stinkt so. Ja, genau. So. Und wir haben immer gedacht, keine Ahnung, also vielleicht war da irgendwie noch Käse im Kühlschrank. Ach so, ihr wusstet nicht, dass das ist. Ja, wir wussten nicht, dass es über einem Käseladen ist. Wir dachten so, warum schreiben die Leute denn alle, dass es da so halt müffeln würde und so.
Und dann kamen wir halt da an. Und habt ihr gesehen, dass wir gesehen, ja, okay, da unten ist ein Käseladen. Das ist halt einiges. Das ist ja wirklich. Aber es war gar nicht so. Also es war im Flur, war es so schlimm, ne? Mhm. Aber in der Wohnung an sich. Ja, wenn das dann halt alles immer so hochzieht, ne? Ja. Ja. Also meine Oma und Opa meinten, man könnte in Brüssel sehr gut Käse kaufen. Ja, das glaube ich. Nach dem Käseladen. Ja. Ich wollte noch irgendwas zu dem Haus hier erzählen, deswegen hatte ich das irgendwie angeschaut. Achso. Also eigentlich wollten wir, also wir wollten dann wieder hier nach Brüssel oder sonst wohin. Eigentlich war es uns relativ egal, ne? Nur Hauptsache, man fährt nicht so mega lange hin, weil wir ja nur zwei, drei Tage hier sind. Das macht halt sonst keinen Sinn. Aber wir haben richtig lange gebraucht, bis wir uns entschieden haben, dass wir das machen wollen. Dann gab es irgendwie gefühlt nichts mehr. Außer ja, wann haben wir jetzt gebucht? Im August? Ja. Das ist schon früh. Ich glaube September sogar. Ja, Anfang September, als ich da nicht im Urlaub war, habe ich das gebucht. Und vor allem, meinst du gerade, es wäre früh? Ja, ich finde es schon früh. Nein, das ist echt spät für Silvester. Echt? Ja, es war ja alles ausverkauft. Also es war wirklich alles. Jetzt habe ich gewundert, ne? Halt. Ich wusste, dass es nicht so schnell geht. Ja, es geht ratzfatz. Ratzfatz. Ja, auf jeden Fall war das eigentlich das hier auch schon ausgebucht. Und man meinte halt so, ja, tut uns leid, das Haus wird schon verbucht. Ja, ausgebucht. Und dann meinte ich so, oh, wie schade. Und dann hat er uns irgendwie so ein paar Tage später geschrieben, ja, es ist doch frei. Und wir wohnen jetzt einfach in seinem Haus. Das hier ist einfach, das ist so komisch. Es ist wirklich sehr unangenehm. Ja, weil hier so die ganzen Sachen von ihm stehen. Also ich fühle mich natürlich ein. Nein, aber es ist total nett, aber ja, es ist auch cringe ein bisschen. Ja, man kann es sich bei sich selber gar nicht vorstellen. Ja, weil ich sag die ganze Zeit so, ich würde so, wenn es es würde mir vorkommen, als würde jemand so bei mir eingebrochen sein, weil das so meine Privatsphäre so ist. Ja, weil man muss sich vorstellen, hier ist halt wirklich alles. Ja, also hier sind die Hausaufgaben von den Kindern. Die Zwiebeln liegen von dem. Seine Zwiebeln. Seine Katze ist hier, Leute. Seine Katze. What the fuck ist das? Ich habe niemals meine Katzen einfach nur Leute lassen. Ich habe sie liebevoll Schubörter genannt. Das war ihre Entscheidung. Damit. Nicht unsere. Wir wissen nicht manchmal, ob sie männlich oder weiblich ist. Laura, kann ich kurz deine Nyx-Palette haben? Mit dem weißen. Ist auch nicht dem weißen. Das hier ist mir rausgefallen. Ich benutze das nie eigentlich. Oberflächlich. Das daneben. Ja, was du möchtest, wieder machen. Ich habe so eine Sucht entwickelt. Oh, nach Lippen? Ich auch. Ich bin so geisteskrank süchtig nach Labello. Wirklich, ist ganz schlimm. Dein Riesen-Labello. Der Michele saß einfach vorne im Auto bei Laura. Und holt er so ein Teil raus, aber wirklich so riesig. Ein Labello. Und meinte, das ist kein Labello, oder? Und Laura so, doch. Was, das habe ich noch nie gesehen. Ich auch nicht. Doch, das ist von Balea. Wo gibt's denn? Bei der M? Das ist der absolute Wahnsinn. Ich spiele sofort eine neue Entweder-Oder-Frage raus. Einfach mal Konto-Ding ist vorne. Glaubt ihr, das reicht so an die Treppen? Ein bisschen doller. Ein bisschen doller? Okay. Ja. Darf ich da nochmal den Pinsel? Ja, aber natürlich. Ne? Wir sollten versuchen, in der Folge schon fertig zu sein. Schaffen wir das? Also ich ja. ja, ich denke auch. Würdest du eher Kinder haben mit 15 oder Kinder haben mit 50? 15. Boah, das war schon. 15 ist schon krass. Boah, war 15 ist schon krass. Aber trotzdem lieber als mit 50. Safe sogar. Ach, es kommt voll auf die Situation an. Also mit 50? Ja, aber mit 15 hast du ja nicht mehr lang. Also ist das Risiko, dass was passiert? Oder dass es überhaupt. Also du hast immer ein Risiko, ob es nicht klappt. Aber mit 50 ist es ja ein richtig großes überhaupt. Nicht mehr, das heißt, dass du dann kein Kind hättest, ne? Ja, oder es wird krank oder so, weil das ist gesund zu werden. Du bist ja auch, umso älter du bist, das Risiko auch je nachdem größer. Okay, 15. Also 50 ist wieder aber was anderes. Aber 50 ist schon nochmal was anderes. Also unabhängig. Also es wäre klar, dass das Kind auf jeden Fall gesund auf die Welt kommt. Okay, trotzdem 15. Oh, dann weiß ich nicht. Aber du willst ja am liebsten, du willst doch jetzt auch schon voll früh Kinder haben, oder? Ich werde jetzt schon drei haben. Echt? Ja, aber ja. Jetzt mal wirklich ganz, ganz ehrlich. Wärst du jetzt bereit, ein Kind zu haben? In zwei Jahren. Also ich kann es kaum abwarten. Also ich freue mich so sehr, ich kann es kaum abwarten. Aber würde es jetzt trotzdem noch nicht bewusst wollen. Und natürlich deswegen auch nicht, mache ich es ja auch nicht. Was mein Ziel ist, halt noch so ein bisschen zu reisen. Also Amerika-Reise zum Beispiel. Und ich will auch am liebsten erstmal geheiratet haben. Das ist halt auch so ein Thema, aber ansonsten würde ich sagen, also ich glaube, man ist nie so 100% bereit, selbst meine Eltern meinen, die fühlen sich jetzt nur wie 25 und so, also man altert, glaube ich, vom Kopf einfach nicht und dann denkt man sich, ja, vielleicht bin ich in 3 Jahren bereit, aber du wirst dich genauso fühlen wie jetzt auch. Ja. Und deswegen, ja. Ich denke mir, also ich finde, man sagt, also ich will ja auch so früh, was heißt früh, ich bin jetzt ja schon 25, aber ich will ja auch nicht erst mega spät Kinder, aber ich finde, man sagt, also schnell, ja, man will Kinder. Ja, das stimmt. Und man denkt nur an das
Schöne. Und klar, das ist ja auch mega schön und wird auch, also man freut sich da total drauf. Man darf nicht vergessen, was es trotzdem auch mit sich bringt. So. Man hat halt, also man wird bestimmt die ersten 2 Jahre gefühlt kein, also du bist halt einfach keine eigenständige Person mehr. Ich finde, man muss sich halt einfach bewusst sein, dass es sich dann nur noch mit dem Baby gibt, vor allem eben als Mutter, wisst ihr? Ja. Da hast du recht. Aber ich glaube trotzdem, dass man halt nie bereit dafür ist und irgendwann, also ich finde das Wichtigste ist, dass man sich, also dass der Partner und man selber sich bereit in dem Sinne halt, dass man... Ja, ich weiß, was du meinst. Ja. So sagt man, kann sich der Herausforderung stellen. So. Genau, und auch schon irgendwie finanziell. Ja, da, ja das auch. Das also auch. Natürlich auch alles verzichten müssen. Genau. Nach dem Kind. Ja. So. Also dass man dem Kind auch was bieten genau. kann. Genau, dass man auch was zurückgeben kann und so. Safe. Aber wenn es jetzt auch so sehr passiert würde, würde ich niemals abtreiben oder so. Ich auch nicht. Also das nicht. Nee. Ich denke mir auch so, ich bin halt auch nicht mehr so jung. Also keine Ahnung. Aber man steht ja schon auch so schon im Leben. Wir würden das schon irgendwie wuppen, würde ich jetzt mal wuppen. Ja. Aber ich will auch auf jeden Fall erst heiraten. Mhm. So süß, wenn deine Kinder Blumenmädchen sind. Echt? Aber dann müssen die ja schon 3, 4 sein. So, und so lange will ich das niemals warten mit Kindern. Mhm. Mit heiraten meine ich. Und man will halt auch ausgelassen und frei sein. Und wenn man dann weiß, okay, mein Kind ist zu Hause, muss woanders schlafen, ist ja auch blöd. Ja, ich habe auch irgendwie so, ich will irgendwie bei meiner Hochzeit noch so alleine mit meinem Partner sein und dann auch in die Flitterwochen können. Ja, stimmt. Und mir nicht so Gedanken die ganze Zeit um jemand anderen sozusagen. Also wisst ihr? Ja. Gar nicht böse oder so. Ja, ich verstehe voll, was du meinst. Self. Macht ihr Eyeliner? Ja. Ich mache immer so einen Eyeliner mit so einem Kajal einfach. Hat ich einfach früher. Kann ich gleich von jemandem Lashes dann mache ich auch einen. Ja, okay. So. Ich habe früher nie Eyeliner gemacht und erst seit so 3 Monaten oder so mache ich das erst. Ich habe jetzt kann ich nicht immer. Mehr ohne. Ich habe früher immer und jetzt gar nicht mehr. Generell schminke ich mich jetzt weniger als damals. Ich finde aber auch eines der Trends zur Natürlichkeit wieder mehr so dauert. Ich mache mich auch selten jetzt so krass wie jetzt fertig. Also wenn nur für Videos oder so anderes. Ja, das habe ich aber früher habe ich nicht so viel geschminkt. Ja. Wirklich so viel. Ich hätte gefühlt immer. Du hast uns immer alle geschminkt. Ja, aber ich hatte auch immer so 1 Kilo Mascara drauf. Ich habe immer noch viel Mascara mal drauf, aber. Ah, du hast ja auch deine Wimpern-Extensions, das hat auch extrem gemacht. Ja, das hatte ich danach. Dann hatte ich meine Wimpern-Extensions Phase. Ich habe das Gefühl, ich kenne dich nur mit Wimpern-Extensions. Echt? Wann hast du angefangen, die zu machen? Boah, ich weiß gar nicht. Wie viel? Ihr seid seit 6 Jahren zusammen, ne? Mhm. Dann kenne ich dich schon seit 7 oder 8 Jahren. Ja. Bestimmt seit 15. Nee. Bestimmt seit du 15 bist oder so. Ja. Warst du nicht mal in diesem Overwater Zelt heimlich, obwohl du noch nicht 16 warst? Ja. Oder? Hast du dich nicht reingeschmuggelt? Ich bin gesehen. Über diesen Zaun geklettert, weil da war keine Security und einer später stand über Security. Weil so warst du. Aber dich hat keiner. So warst du. Ja, so war ich. Würdest du das wieder tun? Ja, jederzeit. Aber guck mal, da kannte ich dich ja schon. Also da haben wir uns nicht kennengelernt, sondern da kannte ich dich schon. Ja, stimmt. Macht ihr vorher Eyeliner oder müsst ihr mir die extrem können? Vorher auf jeden Fall. Ja, kommst du da nicht mehr dran. Okay. Seht ihr mal, wie eure Farbe ich bin? Quatsch. Thank you. Boah, mein Eyeliner ist so schlimm. Boah, ich wollte gerade sagen, wir dürfen ihn nicht verkacken. Oh mein Gott, ist der schlimm. Hat jemand von euch eine Spitze? Er ist... Nein, überhaupt nicht. Du hast voll gut gemacht. Das ist andere Auge. Ich weiß, auch nicht schlimm. Die sehen gleich aus. Hier vorne. Ah, das passiert mir auch mal, dass das dann so dicker ist. Aber irgendwie mag ich Blush auch wieder voll. Ja. Früher dachte ich mir immer, boah, Blush ist so hässlich, aber... Ganz früher habe ich immer Blush benutzt, dann habe ich gar kein Blush mehr benutzt. Ich habe noch nie Blush benutzt, außer jetzt seit 1 Jahr. Ich mache das auch ein bisschen auf die Nase. Ja, ich auch. Immer so über die Nase. Das sieht viel schöner aus. Irgendwie mag ich das auch mit diesen Fake-Freckles total gerne. Also, ja, steht dir auch voll. Ja, finde ich auch. Steht das ist so dein Typ. Ja, mir wird das gar nicht stehen. Okay. Ich habe mir überlegt, ob ihr das, also ob das zu euch passen wird. Habt ihr es gesehen, dass ich es neu gemacht habe? Ja, ich bin gestern aufgefallen. Ja. Aber ich finde, also ich mag das voll, aber ich finde es hält nicht so mega lang, weil ich mich immer abschminke und schminke. Ja, und dann halt so drüber die ganze Zeit. Ja, genau, und dann wird es halt immer so ein bisschen weniger. Also ich glaube, wir sind nicht so der Typ für normal Leute, die halt Sommersprossen haben, deswegen. Ja, weil wir eher dunkler so oft sind, ne? Ja. Gott, das ist so schön, wenn man eine Kugel im Auge hat. Ja, und vor allem wenn du schon gut bist. Oh nein. Ich spüre ihn ganz doll. Siehst du ihn? Die Augen. Leute, guckt euch mal die Gläser bitte an. Das ist eine Frechheit. Die sind total voll, ne? Guck mal meins an. Ja.
Wann hast du das getrunken? Jetzt zwischen Bändern. Okay, Freunde, das ist jetzt unser Make-up. Guckt am besten auf unseren TikTok und Instagram, weil da sieht man es besser. Ja. Und dann werden wir uns jetzt eh noch umziehen und Pics machen. Dann könnt ihr da wieder nachschauen. Sollen wir nicht in Jogginghose gehen? Ja, so werden wir nicht. Und ja. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich hoffe, es war nicht zu chaotisch. Und die Lichtverhältnisse waren in Ordnung. Und schreibt unbedingt einen Kommentar. Würde uns sehr freuen. Und Leave some love. Genau. Wir sagen, wir wünschen euch einen guten Rutsch. Aber wenn ihr das seht, dann ist auf jeden Fall Silvester schon vorbei. Also einen schönen Tag, Mittag, Abend, was auch immer gerade bei euch ist. Prost neues Jahr. Prost neues Jahr. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Okay, Prost, Männer.